Hey, mein Name ist Cassia. Solange ich mich erinnern kann, war ich das schüchternste Kind, das man je kennengelernt hat. Als ich klein war, habe ich mich immer unter dem Kleid meiner Mutter versteckt. Meine Lehrerin hat in der ersten Klasse gesagt, ich könnte ein ganzes Jahr lang nicht sprechen. Meine Eltern waren so besorgt, dass sie mich zu einem Kinderpsychologen brachten, um versuchen, mich dazu zu bringen, ein wenig mich zu öffnen. Was der Arzt rausfand, konnten meine Eltern nicht wahrhaben. Ich hatte eine Menge Fantasie. Ich war nicht gut darin, mit Leuten zu reden, aber wenn sie mir eine Geschichte vorlesen, konnte man sehen, wie meine Augen aufleuchteten. Ich liebte Geschichten über Ritter und Prinzessinnen und epische Abenteuer und Drachen. Dann änderte sich alles, als sie mir Papier und Stift vor die Nase legten und mich aufforderten, meine eigene Geschichte zu schreiben. Bald hatte ich die Welt voller Monster und Labyrinthe und Helden erschaffen, die die Dinge sagen konnten, die ich nie konnte. Meine Psychologin war absolut fassungslos. Sie hatte noch nie so eine weitreichende Fantasie bei so einem jungen Menschen gesehen. Das einzige Problem war, dass ich aus sehr strengen, altmodischen Familienhäusern stammte. Meine Eltern sind beide Ärzte, ebenso wie meine Großeltern. In unserem Haushalt war nie Platz für meine dummen Kindergeschichten. Während der gesamten Grund- und Mittelschule zwangen sie mich, Sportteams beizutreten und an Mathecamps teilzunehmen, um zu versuchen, mich geselliger zu machen. Aber es hat nicht funktioniert. Ich hatte das Schreibfieber. Wenn meine Eltern zu Bett gingen, schaltete ich meine Taschenlampe unter der Bettdecke an und schrieb meine epischen Geschichten. Ein Schwert, das sprechen kann, eine Prinzessin, die in der Unterwelt gefangen wird, ein Ritter. Ich habe mich nie lebendiger gefühlt, als wenn ich meine Geschichten schrieb. Eines Nachts kam mein neugieriger kleiner Bruder in mein Zimmer, als ich gerade schrieb, und entdeckte meinen Vorrat an Notizbüchern. Er rannte ins Zimmer meiner Eltern und schrie, dass ich mir heimlich Geschichten ausgedacht hätte. Sie waren nicht glücklich. Am nächsten Abend hielten sie eine Familiensitzung in unserem Wohnzimmer ab. Dumme Geschichten sind kein Beruf, du musst irgendwas lernen. Er nahm einen Stapel Notizbücher raus und steckte sie in den Kamin. Ich war so wütend auf ihn, ich bin aufgesprungen und gegangen und knallte meine Tür zu. Ein paar Jahre später war ich in der Highschool. Ich hatte schon lange kein Wort mehr geschrieben, aber ich begann ein wenig aus mir herauszukommen. Ich bekam lauter Einsen und hatte Freunde. Ich bekam sogar Aufmerksamkeit von Jungs und dann lernte ich Ethan kennen. Ethan und ich saßen im Englischunterricht nebeneinander. Ich war meistens sehr still im Unterricht, aber Ethan sagte die klügsten und interessantesten Dinge und er hatte die traumhaftesten Haare. Das einzige Problem war, dass meine Schüchternheit wieder da war, und zwar auf dem allzeit hoch. Am ersten Unterrichtstag fragte er mich nach dem Datum, und ich war so aufgeregt, dass ich nicht mal sprechen konnte. September? Ja, Cassia, wirklich toll. Wie sollte ich nur herausfinden, wie ich mit diesem Kerl reden sollte? Eines Tages sah ich ihn nach dem Unterricht, als er sich für etwas anmeldete. Sobald er weg war, schlich ich mich an, um zu sehen, was es war. Ein Vorsprechzettel für die Schulaufführung? Er ist gut aussehend, klug und ein Schauspieler? Oh, das könnte meine Gelegenheit sein. Wenn wir in demselben Stück mitspielen würden, wären wir gezwungen, miteinander zu reden. Oh, aber ein Vorsprechen? Vor den Leuten? Ich brauche Hilfe. Ich zog meine Freundin Stacy hinzu. Sie ist super selbstbewusst. Sie half mir, einen Monolog auszuwählen und ihn auswendig zu lernen. Bei ihr fühlte ich mich so wohl. Es fühlte sich an wie ein Kinderspiel. Aber als die Zeit zum Vorsprechen kam, öffnete ich meinen Mund und die Worte kamen nicht raus. Oh nein, es waren die längsten 5 Minuten meines Lebens. Die Jury war nicht beeindruckt. Oh Mann, und dann ging Stacy beim Verlassen des Raumes direkt an mir vorbei in den Vorsprechungsraum. Warum hat sie mir nicht gesagt, dass sie auch vorsprechen will? Am folgenden Tag sah ich mir die Casting-Ankündigung an. Ethan wurde für die Hauptrolle gecastet und Stacy war der romantische Co-Star. Oh mein Gott, schlimmer konnte es nicht mehr werden. Dann suchte ich meinen Namen. Ich sah ihn ganz unten. Ich war das Dienstmädchen ohne Text. Was für ein Plan! Da war ich also bei jeder Probe und sah zu, wie meine ehemals beste Freundin und mein Schwarm romantische Szenen miteinander spielten. Stacy sah mich aus dem Augenwinkel an, während sie Ethan berührte. Uah, so ekelhaft. Um es noch schlimmer zu machen, das Stück war wirklich schlecht. Die Geschichte war Blödsinn und die Dialoge waren noch schlimmer. Ich musste es mir jeden Tag anhören. Eines Tages, als ich die Probe verließ, hörte ich, wie sich der Regisseur und sein Assistent stritten. Sie waren sich beide einig, dass das Drehbuch, das sie geschrieben hatten, nicht funktionierte. Aber sie konnten sich nicht einigen, wie sie es ändern sollten. In diesem Moment hatte ich eine Idee. Ich ging auf sie zu und sagte ihnen, dass ich das Stück reparieren könnte.
Warum überlässt du das nicht den Erwachsenen? Sagte der Direktor. Ich sagte noch einmal, ich weiß, wie man es besser machen kann. Ich beweise es Ihnen. Geben Sie mir 24 Stunden Zeit. Ich erzählte meinen Eltern, dass ich am nächsten Tag eine große Chemieprüfung hatte und die ganze Nacht lernen müsste. Sie glaubten mir und ich konnte den stolzen Blick auf den Gesichtern sehen. In dieser Nacht schrieb und schrieb ich und arbeitete bis in die frühen Morgenstunden. Ich hatte das ganze Stück umgeschrieben. Gleich am nächsten Morgen legte ich es auf den Schreibtisch des Regisseurs. Als ich nach der Schule zur Probe kam, flüsterten alle miteinander. Dann stand der Regisseur vor allen auf und sagte: Wir haben heute einen absolut brillanten neuen Entwurf des Stücks bekommen. Ich bin erstaunt, ich muss mich bedanken. Sie haben den neuen Entwurf des Drehbuchs so toll gemacht. Mir war klar geworden, dass ich für immer Hausarrest bekommen würde, wenn meine Eltern herausfänden, dass ich dieses Stück geschrieben hätte. Der Regisseur behielt mein Geheimnis für sich, sagte mir aber unter vier Augen, was für ein toller Autor ich war. Wow! Das Stück war ein großer Hit für die ganze Schule und obwohl niemand wusste, dass ich es geschrieben hatte, konnte ich hören, wie sehr es ihnen gefiel. Der einzig schwierige Teil war Ethan. Ich hatte all meine Gefühle für ihn in das Drehbuch geschrieben und die Zeilen wurden ausgerechnet von Stacy gelesen. Der ganze Sinn des Stücks war es, Ethan näher zu kommen und jetzt fühlte er sich weiter weg an als je zuvor. Und er war wunderbar in diesem Stück. Wenn er meine Worte sprach, fühlte ich mich, als wäre er die einzige Person, die mich jemals verstanden hat. Meine ganze Familie kam, um das Stück zu sehen. Nach der Aufführung sagten meine Eltern, sie seien froh, dass ich mich jetzt wohler fühle, wenn ich in der Öffentlichkeit spreche. Sie wussten nicht, dass ich meinen eigenen Text für mich geschrieben hatte. Ich hatte das Geheimnis gut gehütet, aber ich war es leid zu lügen. Mama, Papa, ich habe das Stück geschrieben. Ich will nicht Ärztin werden, ich möchte schreiben. Oh, sie waren wütend auf mich. Ich hätte dich nie das Stück schreiben lassen sollen. Du schreibst nie wieder diese nutzlosen Geschichten. Für den Rest des Schuljahres keine Freunde und kein Ausgehen. Und wenn du zu Hause bist, lernst du deine Naturwissenschaften. Das war mir egal. Ich war es leid, mein wahres Ich geheim zu halten. Mit meinem neu gewonnenen Selbstvertrauen marschierte ich zu Ethan hinüber. Hey, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich echt cool finde. Willst du mit mir ausgehen? Er sagte, sorry, aber ich date mich jetzt mit Stacy. Stacy, ich hätte es wissen müssen, wenn ich nur früher gehandelt hätte. Bald fand ich raus, dass Stacy sogar allen in der Besetzung erzählt hatte, dass sie das Stück umgeschrieben hatte. Was für ein Versteck. Hat Ethan das geglaubt? Oh, ich war so wütend. Wie konntest du mir das antun? Fragte ich Stacy später in der Schule. Ich dachte, wir wären Freunde. Du wolltest nie den Ruhm für dein Stück einheimsen und du wolltest Ethan nie anmachen. Also habe ich getan, was du wolltest. Was willst du dagegen tun? Oh mein Gott, für wen hielt sie sich? Also beschloss ich, etwas zu tun. Na gut, in den nächsten Monaten schrieb und schrieb und schrieb ich. Ich hatte natürlich Hausarrest, aber es ist ja nicht so, dass meine Eltern mir den Computer wegnehmen könnten. Nach einer Weile hatte ich einen ausgefeilten Entwurf für mein neues Meisterwerk, ein Theaterstück. Ich schickte mein Drehbuch und meinen Aufsatz an eine Handvoll Colleges im ganzen Land. Ein paar Monate später erhielten meine Freunde ihre Zulassungsbescheide für die Colleges. Wovon meine Briefe? Eines Tages war ich gerade am Hausarbeiten, als die Tasche von meiner Mutter runterfiel und Papier rausfiel. Darin befand sich ein Brief von meiner Top-Schule in New York City. Ich öffnete ihn. Ich wurde angenommen. Wow, wo hast du das gefunden? Das darfst du doch gar nicht sehen. Ha, zu spät. In jenem Herbst begann ich mein Studium an einer renommierten Schauspielschule im Herzen von New York. Meine Schreibprofessorin war eine berühmte Dramatikerin und mein Schreiben liebte sie. Sie forderte mich heraus, ein besserer Autor zu werden und förderte mein Talent. Gegen Ende meines Jahres hatte ich ein neues Stück und sprach für die Schauspieler vor, die darin mitspielen sollten. Zu meiner Überraschung stellte sich Ethan vor, mein Highschool-Schwarm. Natürlich war er perfekt für die Rolle. Wir verbrachten die nächsten Monate damit, den Rest der Besetzung zu proben, zu lachen und uns kennenzulernen. Er und Stacy hatten sich getrennt. Die Premiere in der Schule war ein großer Erfolg. Nach der Show kam ein Mann auf mich zu, der mir erzählte, dass er ein Theaterproduzent sei und fragte, ob ich darüber nachgedacht hätte, meine Show auf eine größere Bühne zu bringen. Das passierte alles so schnell. Ein Jahr später eröffnete unsere Show am Broadway. Meine Familie war da und entschuldigte sich, dass sie mich nicht ermutigt hatte. Ich hatte nicht gesehen, was für ein Talent du hast. Dein Vater und ich hoffen, du kannst uns verzeihen. Wir sind so stolz auf dich. Ich vergab ihnen und umarmte sie herzlich. Das Leben ist sowieso zu kurz. Am Ende der Show zwang mich die ganze Besetzung aufzustehen und sich mit ihnen zu verbeugen. Danach fragte Ethan, ob ich mit ihm ausgehen will. Nur wir beide. Ich war definitiv nicht mehr schüchtern.